Was mache ich hier? Wohin geht meine Reise? Werde ich hier in den Weiten des Meeres Gewissheit bekommen? Eine einsame Insel, auf die wir unentwegt zusteuern. Ein Leuchtturm, der sich emporstreckt aus einem Meer aus Ungewissheit. Mit schweren Schritten betrete ich den Steg. Tausend Fragen hämmern in meinem Kopf wie ein stechender Schmerz. Oh, da ist er endlich! Nein! Hallo! Was machst du hier? Hä? Dora Simonma! Auf die Samoglas! Mach uns den Blenja, mach uns den Blenja! Ach, die Jungs, ey, komm erst mal rein, komm! Ich sehe Joko keine Sekunde und ich weiß sofort, dass jetzt irgendetwas Dummes kommt, was er inszeniert hat. Aber ich habe mich total gefreut, als er an der Tür geklopft hat, weil ich saß da gerade mit meinen beiden Cousins, wir haben Zubinos zubereitet und als Klaas dann endlich kam, war die Runde eigentlich auch perfekt. Halt die Fresse bitte. Halt bitte die Fresse. Du bist wahrscheinlich ganz ausgewogen von der Reise, ne? Nee, ich habe gefrühstückt heute. Hi. Achso, Entschuldigung, habe ich gar nicht vorgestellt. Das sind meine Cousins, Olic, Modric, Klaas. Ist er gleich? Das sind deine Cousins. Das sind meine Cousins. Habe ich noch nie von denen gehört. Komisch. Wie? Hast du mir noch nie erzählt in all den Jahren, dass du zwei Cousins hast in Kroatien? Ich bin halb Kroate. Das sind ahnungslose Kroaten, die du für ein Handgeld dazu genötigt hast, in der Küche da mit dir zu sitzen, die du auch vorher noch nie gesehen hast. Mein kroatisches Herz blutet, wirklich. Ich möchte dich, bitte, darf ich einen Schlag? Hast du Hunger? Wer nee, essen was? Nee, ich habe schon eigentlich nur für drei Leute gekocht, ne? Aber ich habe frischen Zubinos da. Zubinos. Junge, das ist ein Haufen Wurst. Zubinos? Zubinos. Das war Bratwurst. Und zwar mittlerweile kalt. Zubinos isst man auch nicht warm. Möchte einer von euch vielleicht auch was probieren? Sehr gerne. Ja? Nehmen wir einfach. Du, noch einer. Mhm. Kennst du das auch, das Zubinos? Ja, sehr gut, dieses Zubinos. Super Zubinos, ne? Das war also von vornherein eine Inszenierung von Joko, aber eben auch von der kompletten Redaktion, um mich in den Wahnsinn zu treiben, bevor es überhaupt losgeht. Ihr tut alle so, als würdet ihr Kroatisch sprechen, jeder Einzelne, aber ihr könnt es halt eben nicht und das hört man auch. Essen Apako Tumilic? Ja. Ja, genau. Deine Nosi. Ja, genau. Du kannst auch jetzt auf Kroatisch, ne? Patrick, kannst du da auch noch Kroatisch? Das ist zwar nur zu rasumieren. Aber was geht jetzt hier in der Lebschirm? Das ist ja nicht Budalo. Ja, ist klar. Du schämst dich, Upche und Radi. Frank, hör bitte aus. So, jetzt können wir mal trotzdem mal jetzt mal zum Wesentlichen übergehen, weil ich vermute mal, dass wir schon ein bisschen was zu tun haben, ne? Das ist richtig, ja. Stand ja alles in dem Brief drin, ne? Was? Hier, ich hab den Brief bekommen mit der Post. Du hast die ganze Zeit den Brief. Ja. Olic, Modric. Das ist unglaublich. Lieber Joko, lieber Klaas. Wenn ihr das lest, befindet euch wahrscheinlich in Rovinien, Kroatien. Das trifft sich gut, denn dort wartet eure Aufgabe. Fahrt zum Flugplatz nach Vrsar.